Komm, 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 mit ins Frauenreich, närmt, 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 ist dem anderen gleich. Oft, oft, oft hüft's, wenn wer drauf schaut, glaubst, 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 das kostet zu viel Maut. Ich kann dir nur sagen, dass das so nicht ganz stimmt und dass die eigene Sorg dir die Freiheit am Leben nimmt. Ein Blick von oben, den kann ich dir gern geben oder vielleicht eine andere Sichtweise auf dein Leben. Oder ich hüf dir, dass du mitten wieder findest und wieder wie ein Hutschpferd in der Wiesen grinst. Reden können wir nur digital miteinander, denn ich bin oft nicht daheim, sondern auch manchmal in einem anderen Land. Einen wunderschönen guten Morgen beim Podcast Frauenreich. Der erste Podcast, der geschalten wird in diesem Zusammenhang. Mein Name ist Imano, ich betreibe diesen Podcast und ich betreibe auch das Frauenreich. Ich denke, wenn man einen neuen Podcast beginnt, dann sollte man sich vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Auch dazu, dass man vielleicht die Garantie hat an der Stimme, aber auch das ist bald nicht mehr sicher, dass es auch diese Person ist, dann, mit der man dann online zu tun hat. Denn in letzter Zeit häufen sich ja vermehrt irgendwelche Betrügereien. Und ich habe mir gedacht, dann erzähle ich mal was von mir. Vielleicht ist es schwieriger, dann das zu faken oder so. Das ist ein Test. Ja, also wie komme ich zu dieser Idee des Podcasts Frauenreich? Auf meinen Reisen, die ich schon mein ganzes Leben lang gemacht habe, hatte ich immer wieder mit Frauen zu tun, die auf mich zugekommen sind, nicht ich auf sie, sondern sie auf mich, und mich gefragt haben, was ich so in meinem Leben mache. Und in meinem ganzen Leben habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht, warum das so ist. Aber dann, als ich vor 3 Jahren auf eine Reise gegangen bin, die ich Simple Life Experiment genannt habe, von der ich auch berichten werde, habe ich Erkenntnisse gewonnen und die möchte ich gerne anderen Frauen, die diese Kenntnisse brauchen, weitergeben. Und nachdem der Forestbot schon installiert ist und überall zu hören ist, wird er sich diesen Platz teilen mit dem Frauenreich, weil er auch gut zusammenpasst. Die Natur, der Forestbot und die Frauen, die passen wunderbar zusammen. Das kann ich bestätigen. Und auch das wird ein Teil des Podcasts sein. Frauenreich ist eine Plattform, eine Online-Plattform Richtung Humanenergetik. Und mein Tun möchte ich hier im ersten Podcast ganz klar abgrenzen, damit die Menschen wissen, wo die Grenzen des Podcasts oder des Frauenreichs sind. Also, was ich nicht bin, ich bin keine Heilerin, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Doktorin, ich bin eine Person, die alleine auf Reisen war und schon die Hälfte ihres Lebens in der Persönlichkeitsbildung Trainings gibt, noch dazu sehr naturinteressiert ist, das heißt, ich bin auch Waldpädagogin und Umwelttechnikerin, dann bin ich noch sehr technisch begabt, habe sehr spät mein Studium gemacht mit 30 und das ist auch der Grund für den Podcast. Ich mache das sehr gerne. Das ist meine Art, kreativ zu sein, dieser Podcast. Ja, und was bin ich noch? Und dann bin ich noch irgendwie in die richtigen Kunst interessiert, was so Klangschalen anbelangt oder Trommeln oder
Naturtänze, ja, alle Art von Musik interessieren mich sehr. Ja, und das Frauenreich kann dir helfen, dass du die Mitte vielleicht in dem Augenblick bekommst, wo du die Fassung verloren hast. Ich hatte kurzzeitig die Möglichkeit, beim Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark in Österreich mitzuwirken. Das möchte ich auch wieder machen, wenn mehr Zeit ist. Im Moment geht es nicht, auch ich habe auch kein Auto. Aber in dieser Zeit machte ich auch diese kurzen Ausbildungen, kleine Ausbildungen in Traumata. Wie erkennt man das? Wie reagiert man? Wie geht man um mit Menschen, die in so einer Retraumatisierung vielleicht sind, ja? Wie kann man denen spontan helfen? Das kann ich alles. Was ich nicht kann, ist da eine Psychotherapie machen. Da gibt es sehr gute Fachkräfte. Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Und das ist einmal die Abgrenzung des Frauenreichs, ja. Das Frauenreich ist eigentlich Frauen für Frauen. Natürlich, also sind Männer nicht ausgeschlossen, weil ich nicht irgendjemanden ausschließen will, der mich kontaktieren möchte. Generell ist die Idee dahinter, dass Frauen sich austauschen über Themen, die Männer nicht haben, weil sie sie eben einfach nicht haben, aus biologischen Gründen. Genau, ja. Und bei Fragen kann man mich jederzeit kontaktieren über sehr viele Plattformen. Der Podcast ist auf Spotify, auf YouTube, auf anderen Kanälen, bei Spreaker. Ja, es gibt ein Frauenreich auch auf Instagram, den Forestbot, den gibt's auf Instagram und auf Facebook, obwohl ich weniger mich auf die sozialen Kanäle stützen möchte, sondern wirklich mit Menschen in Verbindung kommen möchte, die das auch online machen möchten. Also mich kann man nur online buchen, weil ich sehr viel auf Reisen bin und auch selbst online arbeite als Tutorin für Priplay, für Erwachsene, die Deutsch verbessern wollen aus der ganzen Welt. Und darum geht es nur online. Das heißt, auch da muss die Aufgeschlossenheit vorhanden sein. Gerne helfe ich auch weiter, wenn es geht darum, wie man technisch weiterkommt. Ja, manchmal hat man ein technisches Problem und man weiß gar nicht, wie man das lösen könnte und ob es lösbar ist oder wenn man kontaktieren soll. Und auch das ist eine Ansprechplattform. Für Cyberkriminalität in einer gewissen Art und Weise, das habe ich sehr gut beobachten können, wie das funktioniert, das ganze Love-Scamming und so. Das wäre ein neues Thema sein von Humanenergetik, Frauenreich, der erste Podcast. Ich danke für diesen ersten, für das erste Zuhören, für diesen unvorbereiteten Podcast, wo ich mich einfach mit meiner Stimme erklären und zeigen möchte, die euch begleiten wird, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich selbst bin im Moment in Atemond, in meiner Heimat. Es ist neblig. Ich träume manchmal vom Sandro und vom Strand in Marokko, wo ich ihm mit ihm frei in den Dünen galoppiere. Das darf sich niemand wundern, dass man so denkt, wenn man überall auf der Welt arbeiten kann, so wie ich, weil man seine Arbeit mit dem Laptop und mit dem Internet mit hat. So ist es, das Leben der Manu, der erste Eindruck. Ich danke fürs Zuhören. Bald folgt ein ganz seriöser Podcast zum Thema, was kann die Humanenergetik machen? Wie kann sie spontan helfen? Alles Liebe, ein wunderschönes Wochenende und jetzt kommt das Original ohne mein Gesang, mein Intro, ich warte noch auf die Kopfhörer und dann wird es besser, mein Gesänge und Baba und bis bald, ciao, ciao.